It's been a long day without you, my friend. Da kommt ein Fahrradfahrer. Ah. Servus, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yeah! Freunde, was geht? Hier geht's zu wie am Staus mit Fahrradfahren. Ich bin ein bisschen aus der Übung im Reden. Und ja, ihr merkt schon, es ist was komisch. Warum kommt da ein Video vom Burschi? Ich muss wieder warten. Ich bin echt aus der Übung. Die wundern sich alle, warum redet der mit sich selbst? Ach Gott, warum ist hier heute noch so viel los? Ja, Freunde, das Wetter ist schön. Seht ihr das blaue Himmel? Und ich sag's euch, ich bin hyped. Ich sag's jedes Mal, ich weiß. Aber jetzt werden regelmäßig Videos kommen, Freunde. Und der eigentliche Grund, warum ich heute ein Video mache. Hallo! Ich will euch mein neues Dekor zeigen. Freunde, seid ihr ready? Soll ich mich umdrehen? Soll ich euch mein Baby zeigen? Okay. 3, 2, 1. Bam! Backporn. Ja, Freunde, ihr seht schon. Ich habe ein Dekor. Ich weiß, jetzt denken viele, schwarz-weiß. Ich wollte schlicht halten für mein erstes Dekor. Backpack with the boys and the KLF Bolt. Hier steht Dick Burschi drauf. Das war mir wichtig, dass irgendwo Burschi drauf steht. Finde ich echt sehr, sehr nice. Hier steht Scrap. Da muss ich euch gleich auch noch was erzählen dazu. Ja, was ist noch neu, Freunde? Ich weiß nicht, hier, die Sitzbank ist neu, habe ich beziehen lassen. Wollte ich selber beziehen. Eins der Scheißdreck, kann ich keinem empfehlen bei einer SMC. Lasst's machen bei einer SMC, wirklich. Ich weiß nicht, wie das Leute selber machen. Hier dann habe ich die Felgensticker, gut. Wenn man genau hinschaut, Urscheiße aufgeklebt, aber für Instagram reicht's, sage ich jetzt mal. Gut, Freunde, was gibt's noch Neues? Ich weiß, es werden viele, was ist mit deiner Lichtmaske los? Ich hab... Ah, jetzt also gleich, wir fahren los, würde ich sagen. Hallo. Nee, alles gut, ich wollte nur grüßen. Aber danke, vielen Dank. Wie nett war denn der jetzt? Der ist umgedreht und wollte... Was ein Ehrenmann. Naja, also, starten wir die Motoren. Brrrram. Ja, Freunde, wie ihr vielleicht gesehen habt, passt meine Lichtmaske noch nicht ganz farbig zu meinem Dekor. Oh Gott, ich hoffe, das geht über. Versteht mich, weil es ist sauwindig. Aber ja, ich mache einfach mal. Ja, sie passt nicht ganz zu meinem Dekor. Das liegt aber daran, Servus, dass ich auf YouTube jemanden gesehen habe. Ich weiß leider deinen Namen nicht mehr, sorry. Aber Shoutout an dich auf jeden Fall. Der hat da eine EXC-Maske drauf gemacht. Das zieht die ganze Front dann ein bisschen nach oben und ja, finde ich einfach, schaut geil aus. Dann dachte ich mir, ja komm, okay, machst du auch, gell? Bestell eine EXC-Lichtmaske, bestell mir ein LED-Licht für die schöne Optik. Bekomme ich eine Bestellbestätigung von der von dem LED-Scheinwerfer. Ja, Lieferung in 2 Monaten, denke ich mir, ah, geil. Aber dann kommt wenigstens die Lichtmaske an. Dann kann ich das schon mal präparieren. Dann fahre ich halt noch so mit dem Scheinwerfer, gell? Das Dekor habe ich auch extra für eine EXC-Lichtmaske machen lassen. Ja, EXC-Lichtmaske. 1 Monat. 2 Monate. 3 Monate. Wo ist die Lichtmaske? Schreibe ich eine Mail an den besagten Shop? Ja, tut mir leid, wir haben leider Verzögerungen. Es kann noch zwischen 1 und 4 Wochen alles dauern. Falls ihr euch fragt, warum hier so ein Tape drum ist, wie vielleicht ein paar wissen, hatte ich ja das Problem, dass da immer die Bremsflüssigkeit, sag mal, was ist denn heute los mit den Supermotos? Dass da immer die Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist. Dann dachte ich mir, ja gut, klebst den Isolierband drum, dann siehst du es wenigstens nicht, wenn es ausläuft. Ja,
Und bis jetzt hat es auch gewirkt. Muss nicht gut ausschauen, muss wirken, gell, Freunde? Ja, warum kamen in letzter Zeit keine Videos? Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. Ich habe viel Stress gehabt. Arbeit, Berufsschule. Aber jetzt bin ich wieder voll am Start. Das Wetter ist schön. Das Wetter ist wunderschön. Hoffentlich bleibt es auch so, weil dann drehe ich noch ein, zwei Videos. Oder drei oder vier oder für euch ab jetzt jede Woche eins. Das soll planen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Nicht, dass ich mir hier wieder falsche Versprechungen mache, gell? In der Zeit, als ich abwesend war auf YouTube, war ich auf Instagram aktiv. Apropos, folgt mir da mal rein. Schön rein followen auf Instagram. Burschi-Official. Habe ich natürlich ein bisschen Wheelies trainiert. Ich weiß nicht, warum es schwerer war wie mit der Beta, aber ich habe es geschafft, das Kennzeichen zu schleifen. Und ich fahre jetzt zu einem Spot, wo ich euch das Ganze dann präsentieren darf. Aber Freunde, schreibt mal eure Meinung zu dem Dekor und allem in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob es euch genauso taugt wie mir. Ja, Freunde, vielleicht kennen einige von euch diesen Platz hier. Hier hatte ich auch meinen ersten Kennzeichenschleifer mit der Beta und mit der SMC auch. Und deswegen dachte ich mir, gibt es keinen schöneren Ort, um euch das hier zu präsentieren. Also, lehnt euch zurück, holt euch was zu trinken und genießt. Also Freunde, ich sag's euch, ich hab's noch nicht so oft gemacht. Aber das ist noch wie, als würde man den ersten längeren Wheelie halten. Das ist so ein geiles Gefühl. Also natürlich, macht sowas nicht nach. Viel zu gefährlich und wenn nur auf abgesperrtem Gelände. Aber Freunde, dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich gut. Ja Freunde, dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder mit diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn nicht, ein Däumchen nach unten, auch nicht schlecht. Dann weiß ich wenigstens, dass es euch nicht gefällt und ihr mich absolut scheiße findet, urscheiße. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, weil jetzt kommen wieder regelmäßig Videos, ich verspreche es euch. Aber bitte schreibt mir mal Videoideen in die Kommentare. Oder wenn ihr einfach nur blödes Rumgefahren akzeptiert, dann ist auch okay. Freunde, ich wünsche euch was. Out.